Es hat keine politische Einflussnahme auf die Entscheidung des Finanzamtes Hamburg gegeben. Von mir nicht und auch von anderen nicht. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und deshalb ist es auch das, was man alles dazu sagen kann. Alles andere ist, dass man Erwägungen anstellen kann. Aber die Erwägungen müssen ja irgendwann auch zu einem Ergebnis führen. Und das Ergebnis ist, diese Intervention hat es nicht gegeben. Dass sich politisch Verantwortliche mit Bürgern, mit Unternehmen treffen und sich ihre Anliegen anhören, gehört zum Alltagsgeschäft der demokratischen Politik. Dass man innerlich klar und fest genug ist, sich davon nicht beeindrucken zu lassen und das tut, was man richtig findet, das gehört allerdings auch zu dem von mir gewünschten Alltag der Politik. Und deshalb nochmal, es hat keine Intervention politischer Art für die eine oder die andere Entscheidung gegeben.